So, moin zusammen, weiter geht's mit Wasteland 3. So, wir nutzen jetzt hier die Limerick-Notiz. Soweit, so gut. Gut, so, wie geht's weiter? In dem Pendesse wollt ihr auf elektrischen Sitz. Wir sind die Pointe in jedem Witz. Aber Payaso Mayor. Hälfte ist geschafft, Wichser. Wie geht's weiter? Ihr Pendessos wollt uns auf elektrischen Sitz. Wir sind die Pointe in jedem Witz, aber El Paso El Mayor wird euch noch kriegen, bevor. Verlassen. Versager. Irgendwo fehlt noch eine Nachricht. Aber ich war hier überall, ne? Jetzt laufen wir einmal kurz nach vorn. Oder? Warte mal, Gefängnisblock, ne? Ich suche noch mal kurz jeden Raum ab hier. Irgendwas übersehen vielleicht. Da ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Da war auch nichts mehr, ne? Irgendwo muss ja noch eine Notiz sein, die ich irgendwie nicht gesehen habe. Dann gehen wir einmal kurz nach vorne. Vielleicht hat sie noch irgendeine Notiz. Frank East Dean. Geht ruhig. Viel Glück. DJ Rip. Nochmal anquatschen. Can I do you for? Nee, auch nichts mehr. Hey again. What do you need? Kann ich helfen? Wir haben ein Parfüm gefunden und können es deinen Lappen damit tränken und dir über die Nase halten, damit du die Schweinescheiße nicht mehr riechen musst. Interesse? Inflame, pig balls, you're a lifesaver. Yes, absolutely, I'll take that off your hands. And here's a little something for your troubles. You come back anytime now, okay, friends? Okay, cool. Eine Leberbox bekommen. Missionslog. Klopfkopf. Ein Wiechen Bizarre. Kopf oder Zahl. Narbensammler auslöschen. Mein Körper braucht das. Instant-Nudeln abliefern. Albtraum im Bizarre. Warrens von Los Playos befreien. Sind wir kurz vor. Zum Hof der Gett-Familie reisen. Den alten Monster-Armee-Bunker. Okay. Oh, schade. Wir haben auch nichts Neues. Mach mal die Tür auf. Mal gucken. Okay, ja, bleib weg von den Käfigen. Okay. Dann würde ich sagen, rennen wir einfach wieder rein und probieren es mal in einer Tür und mal gucken, entweder klappt es oder es klappt nicht.
Okay, schnell speichern. Auf dem Monitor. Nur Pyros Kelos. Wenn du den Reim nicht vervollständigen kannst, kommst du nicht durch die Türen. Ins nächsten Reim. Wir sind die Pointe in jedem Witz. Aber El Paso und Major wird euch kriegen, bevor ihr von euch gehen könnt einen Fiebs, ihm treten könnt auf den Schliebs, die anderen den Kehlen aufschlitzen, vergeben könnt mit einem Knicks. Nochmal. Ihm treten könnt auf den Schlips. Nochmal. Und vergeben bittet könnt mit einem Knicks. Ernsthaft? Gehen wir mit einem Schlitz. Es geht schon rein. Karneval wird alle einnehmen. Oh shit. Kapelle. Andasso, Schwindler. Okay, rein und beeilen. Da ist ein scheiß Öltank. So, diesmal fange ich aber an hier. Kampf hat begonnen. Stil. Brauchst du zum Abfeuern? 6. Lauf 2 nach vorne und dann guck mal, wie weit das Ding fliegt hier. Schade. Hack. Nee, wo ist er? Hack. Noch 2 Aktionspunkte. Ja, schieß einfach mal rein da. Private Jody Bell. Gut, die sind noch nicht scharf gemacht. Von daher passt das ganz gut. Zielen. Flammentank. Schade. Reichweite bis da. Der ist down. Alice. Okay, Doc. Oh, da ist auch noch einer. Außer Reichweite, dann könnte man einfrieren. Könnte für 2 laufen und dann noch 2-mal schießen. Oder für 5 laufen und 1-mal schießen hier auf den. 5, 6. Außer Reichweite. Okay, dann mach mal Hinterhalt. Jody Bell, auch zu kurze Reichweite. Das ist echt blöd mit der Taktikschuss. Fünf. Lauf auch nach vorn. Mal gucken, ob das einen Effekt hat auf ihn, wenn ich treffe. Schade. Splittergranate. Könnte ich noch schmeißen, aber nein. Oh ja, genau, hinter das Fass, sehr gut. Oh, was schmeißt er? Sägewelpe. Okay, aber den kriege ich vielleicht sogar
umprogrammiert. So, Lucia ist dran, ne? Kommt da nicht ran, außer Reichweite. Gut. Roboter hacken. Setzt die Fähigkeit ein, um diesen Charakter gelernt hat. Ja. Vielen Dank dafür. Das ist jetzt meiner. Gut. Scharfschütze 6 AP auf den. Dann wird der weg, ne? Man sieht die kürzeste Reichweite. Trifft den nicht. Trifft da auch keinen, da auch keinen. Kommst du zurück und schießt da drauf. Sehr geil. Beide weg. Private Jodie Bell. Okay, Stil. Holst mal eine andere Knarre hervor. Prozent nur. Ich hab eine Granate. Ja, einer. So, haben alle eine Blutung, sehr gut. Hinter die Säule stehst du gut. Private Jody und Alice. 95, 34%. 95%. Der ist weg. Punkte mitnehmen. Aus der Sichtweite. Kann ich ihn da noch hinschmeißen? Prozent, 83%. Er ist tot. In den Schnellplätzen Gegenstand. Im Kampf und Erkundung nutzbar. Wird geworfen, um einen Anteil in der Rauchwolke zu erzeugen, die jeden verbirgt, der sich darin befindet und so dessen Ausweichwert deutlich erhöht. Schmeiß mal ruhig so einer. Auch Granate hier. Der Borgen. Ausweichrate. Bist aus der Sicht. Sehr gut. Aber schießen kann ich trotzdem daraus, ne? Guck mal, wie nah er ran muss jetzt, weil er nichts mehr sieht. Verbrennt. Oh, der hat mal einen Schweinpunkt geprügelt. Zug der Verbündeten. Sehr gut. So, Private Jody. Der ist down da unten. Der ist außer Sicht. Reichweite. Schade.
Private Jody. So. Gutes Gewehr, gute Entfernung. Treffer. Okay, ich habe eigentlich auf den hier zielen wollen. Schade. Jetzt werde ich nicht rausfinden, ob ich den Sägeroboter behalten würde. 5% nur auf die Distanz. Nicht gut. 12 nur. Außer Reichweite. Wieder nicht getroffen. 5% Chance, den zu treffen. Das ist mir ein bisschen zu niedrig. Nee, nimm die Pistole. Der ist down. Ach, Mäuschen, wirklich. Oh shit, da ist noch ein Schwein. Ach, verbrannt. Ja, das mit diesem Sägeroboter war aber sehr cool. Gut. 5%. 95%. Keine Munition mehr. Da hast du aber noch. Prozent Alice. 77% Chance. So, Stil, auch nur 5% Chance. Mach mal Abstand. 23. Shit, schön ins eigene Schwein geschossen. 67%. Gehen wir uns erstmal um den hier oben. Hätte ich nicht eine Fähigkeit, dass Nachladen keine Aktionspunkte kostet? So, Körper. Über 90% Körper. So, weg mit dem jetzt. Ja, ich brauche echt eine Nahkampfwaffe für Stil. Und ein MG, das ist nicht so der Knaller auf große Distanz. Oh, sehr gut. So, pass auf. Du kriegst direkt... Kampf hat begonnen. Warum? Was?
ist hier mit dem Schwein los? Guck mal, wir haben noch die Tierfrisse. Raubtier 10. Verzaubert. Außer Reichweite. Gut, dann gehe ich mal in der Deckung. Alice, kannst du da rüber? Und Tier 10, nein. So, Hinterhalt. Das ist jetzt unser Schwein. So, nach vorne. Okay, oh, Glück gehabt. Cool. Ah, noch ein Schwein dahinter. Okay, Jodie Bell. Nein. Raubtier 10. Ah, zu wenig Bewegungspunkte. Schade. Jody, ab nach vorn. Und Schuss. So, jetzt ist aber Ruhe hier. So, nochmal ins Inventar. Steel soll jetzt eine Nahkampfwaffe mal kriegen, parallel. Stumpfe Waffe war das, ne? Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Warte mal, Attribute. Fähigkeiten. Nahkampf hat er nur 2. Das ist natürlich schlecht. Harter Hund, schwere Waffenmechanik. Ja. So, Nahkampf. Nahkampf 5, Nahkampf 4. Klingenwaffe, Nahkampf 3 bis 45, 37 bis 45. Gut, hast du so einen Rippenbrecher? Attribute. Stärke. Fertigkeiten. Warte mal. Nahkampf. Stärke, Koordination, Geschwindigkeit. Koordination, Stärke. Muss man ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen mit ihm. Yes. Was haben wir denn da? Sprengstoffe. Raketenwerfer zielt auf ein Gebiet und feuert in die Luft. Die Rakete fällt herunter und bombardiert das Ziel darunter eine Runde später und plus 100% Schaden. Nahkampf. Gezielter, stumpfer Angriff, der das Ziel betäubt. Über minus 50% Trefferchance verfügt. Gefrorene Gegner leiden plus 100% Schaden. Könnte ich kombinieren mit dem Rettchenwerfer vom Doc. Probieren wir mal aus. So, Doc. Vorteilspunkte, Fähigkeiten. Verrückte Wissenschaft auf 6.
Ja, Inventar. Bestätigen. Dadurch kannst du jetzt nämlich den geilen Helm aufsetzen. Panzerung 8, Heilungsrate und höhere Widerstand. Sehr cool. So, Attribute. Achtsamkeit. Glück. Ja. So, wie sieht's denn hier aus? Erste Hilfe. Verwendung von heilender Gegenstände erhöht außer die maximale Konzentration des Ziels für 3. Verrückte Wissenschaft. Bonusschaden für jeden Rüstungspunkt des Ziels. Energieschaden für Sucht plus 5. Automatische Waffen. Zerreißt dein Gegner mit doppelt so vielen Maschinengewehrkugeln verglichen mit normalen Angriffen. Mit Sturmangriffen. Ja, ich nehme das hier mal. Verrückte Wissenschaft. So, Alice. Attribute. Glück. Achtsamkeit. Wahrnehmung ist erhöht. Fertigkeiten. Scharfschützen, hinterhältiger Scheiß. Tierflüsterer. Gehe ich jetzt mal pushen. Vorteile. Tierische Begleiter bieten bessere Boni bei der Verfolgung. Hinterhältiger Scheiß. Schleichdauer plus eine Sekunde. Das braucht keiner. Handfeuerwaffen brauche ich auch nicht. Cool, warte mal, sie hat noch kein Schwein wieder, ne? Steht hier irgendwo eins? Nee. Nimm das mal ruhig. Ja. Gut, hack. Automatische Waffen, Schlösser knacken, Handgemenge. Inventar, ja, die Armbrust fliegt auch wieder raus. Ich nehme eine Nahkampfwaffe. Handgemenge 2, Handgemenge 1. Ich nehme das Anfeuern, das kann ich auf den Scharfschützen machen. Ja. Fertigkeiten. Automatische Waffen. Schlösser knacken, Führung. Ja, die Punkte behältst du. Komm, geh plündern. Dizio Gogos Safe-Schlüssel. Dizios Brief. Ein Wissensbuch. Dieser Brief ist in präziser Blockschrift auf nur das leckiges Blatt aus seinem Notizbuch geschrieben. Müll eines Clowns. Ein Schwarz-Weiß-Bild eines gewöhnlich aussehenden Mannes, der vor einem teilweise verdeckten Schild steht. Die sichtbaren Buchstaben lauten I geht's. Auf dem Rückseitsfoto steht, ich habe es geschafft. Ich habe herausgefunden, wer Clarubble ist. Habe ich wieder einen Flammenwerfer dabei. Statue. Eine Statue von Jesus wurde mit Clownkleidung und Schminke verziert. Munitionskiste. Munitionskiste. Und warte mal, du kannst mal von plus 15 dein Schwein einmal verabschieden. Schwein im Bauch kraulen. So, du gehst das holen. Ach, Grunz, 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 okay. Da, Tier 10. Hier gezähmt. Con plus 30, verdoppelt. Okay, sehr cool. So, Tür auf. Dizios Gogos Safe-Schlüssel. Geil. Lagereinheit Schlüssel 107. Ja, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Konfetti-Granate, Herstellungsrezept. Rotpunkt, Zielfernrohr.
freigeschaltet. Clownhupe. So, das war's, würde ich sagen, mit dem Untergrund hier. Gehen wir mal wieder nach oben, mit den Leuten quatschen. Noch 6.900. Okay, hier sind wir durch. Kommen wieder zurück. Kiech hat auch gehört. Vielen Dank dafür. Ernsthaft, danke. Ja, cool. Haben wir alles. So, das Lachen hat aufgehört. Das wart ihr. Ja, das waren wir. Yes. Fertig mit den Warrants. Ich hab gehört, da drin sitzt eine Art riesiger, dreiköpfiger Hund. Nein, nicht ganz. So, der ist weg. Zum Arzt gehen wir gleich. Erstmal den Aufbruch hier oben abgeben. Bleibt der Einatmer. Werte Gäste, wir benötigen auch immer eure Hilfe beim Entfernen dieser Inselbrut aus den Warrens. Wir haben uns um die gekümmert, wir haben mehrere Leichen, ja. Bizarre Händlerrabatt. Diese Neuigkeiten erfreuen das Herz, ihr habt uns allen einen riesen Dienst erwiesen. Cool, Drills, Harsh und Buch. Beliebt sind wir. $752 noch. Sehr cool. Wir kommen wieder. So, und die ist auch schon wieder ein Level hoch. Fertigkeiten. Tauschhandel Waffenmod müsste ich auf 6 kommen. Dann kann ich gleich mit der Troller nochmal quatschen. Achtsamkeit. Hier ein Punkt drauf. Vorteile. Handfeuerwaffen. Erster Angriff nach dem Nachladen. Ach so, den hatte ich noch gar nicht. Waffenmodifizierung. Gesamte Gruppe findet mehr Munition mit einem Minimum von plus 1. Munijäger wäre natürlich auch nicht schlecht. Deckung auf, ja. Nehmen wir das doch mal. Finden wir mehr Munition. So, und Jody Bear ist auch ein Level hoch. Fertigkeiten bestätigen. Mechanik, Schaden, Tierflüsterer, Erste Hilfe. Brauche ich eigentlich gar nichts von. Ich nehme auch Tierflüsterer ein mehr mit. Yep, bestätigt. Vorteile. Du erhältst 10% Trefferchance mit Scharfschützengewehr, wenn du dich eine Runde lang nicht bewegst. Ja, die bleibt dir sowieso sitzen. Aber Tour von verbindenden Fahrzeugen, die wird plus 3 Züge lang. Ne, das brauche ich nicht. Tierflüsterer 5 brauche ich auch nicht. Das nimmst du. Sehr geil. Ja, zusammenklicken. $25. Ja, so viel zu 20% Rabatt bei allen Händlern. Okay, scheint wahrscheinlich nur bei Einkauf zu zählen. Dann kriegt er jetzt seine Nudeln hier. Hier sind deine Instant-Nudeln. Yes, my friends, you don't know what this means to me. You have altered the course of human gastronomical history. Here, a small measure of my gratitude. Ah, and of course, as we discussed, I'll be happy to join you at your HQ now. Let me pack up my supplies and I'll see you there. Sehr gut. Auf Wiedersehen. See you at Ranger HQ. See you at Ranger HQ. You're up, pals. Good job dealing with those clowns down below. Yep. Guter Job mit den Clowns. Hola, amigos.
Ihm eure Gummiente hinhalten. Could you please take that away? I don't like ducks. Obwohl er sich anstrengt, gleich mich zu winken, verraten seine steife Haltung, aufgerissene Augen und seine wachsende Panik. Welche Ente? Ich sehe keine Ente. What? It's worse than I thought. Please, I need a moment. Kannst du etwas für Colorado erzählen? Patriarch, ja, das hatten wir. So oh, it's you again. So long. Long John? Holy. It's my favorite human. Auch keine neuen Textoptionen. Barracks. But they're too small. Hi Rangers, good to see you again. Hallo, wir hätten gerne. Nein, hätten wir nicht. Die hatten wir ja schon. Will and Talbot. Okay, haben wir auch nichts Neues. Fill up, Bucky. Hot noodles. Hello there. Did you sec come back? Da war auch nichts Neues, aber mit ihr konnten wir quatschen. Neue Gesprächsoption. Waffenmod. Level 6. That your actions saved the bazaar, or at least brought us some measure of peace once more. Our gratitude is yours. Interessante Arbeit, die du da machst. Können wir dir irgendwie bei schwierigen Projekten helfen? I suppose there is an order I need assistance with. Yeah, I can use your help. There is a weapon on the bench just waiting to provide its blessing to the needy. Ist das sicher? Wir wollen gerne helfen. Upp. Die geheiligte Priscilla führt euch zu einer Werkbank, auf der eine ungewöhnliche Pistole liegt. Ihr arbeitet mehrere Stunden an ihr. Priscillas Werkzeuge sind ungewöhnlich und strahlen eine sengende Hitze aus, die die Haut an euren Arm verbrennt. Piscitelli nickt zustimmend. The pain does not last. And the scars? Those are blessings. They are a record of your dedication. Proof you are strong enough to rise above the fears of the flesh, a reward that fits your efforts. Keep the cool weapon with my blessings. Ja, okay. Schönen Dank auch. It's an unkind world. Handgemenge 4, Nägelkästchen. Waffenmodifizierung 5. Schwere Gewichte im Waffenmod, stumpfe Waffen, Klingenwaffen, Fähigkeiten automatisch, Handgemenge, nee, schießen. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder nach oben und beenden die Folge hier. So, der letzte, mit dem ich quatschen möchte, ist nämlich noch der eine hier draußen. Zurücktreten. Hier, Camp der Hoffnungsvollen. Da gehen wir nochmal kurz gucken. Ananda Rabinat, genau. Felicitations. Seid gegrüßt. Wir haben unweit hier verloren gefundenen Clown-Banditen gefunden. Truly. Wonders never cease. I'm no local, so I don't know much about these crazy clowns. Perhaps they're a known pest. I'd recommend speaking to our dear leader, Jacob Martin, once you get inside. Ihr Menschen in Bisago, bist du bereit, dich uns anzuschließen? So I heard. You have shown both grace and charity. It will be my honor to work for your organization. Just give me some time to gather my things and I will see you there. Ja, cool. I thought you said you knew a guy who could get us in. He'll come through, I promise. You just gotta be a little patient. Looks for the Schlafsäcke. Why would you leave? So, kann man hier oben hoch? Schmugglerlager.
Missionslog. Volle Hütte. Zu bizarren menschlichen Schmuggler Rede stellen. Belohnung. Mechaniker. Laut Ananda können sich die Schmuggler in der Nähe. Ja, wir haben die Schmuggler gefunden, sich geweigert, Aktivitäten einzuüben, überhaupt mit uns zu reden. Sieht wohl so aus, als müssten wir gegen sie kämpfen. Das lasse ich mal. Ja, oder wir versuchen es in der nächsten Runde. Aber hier mache ich eine kleine Pause. Viel Spaß weiterhin. Bis bald. Und ciao.